Ja, moin moin Leute. Eigentlich wollte ich gar nicht filmen, aber jetzt habe ich hier eine wirklich sehr, sehr schöne und tolle Stelle entdeckt. Ich bin mal wieder im Gebüschmodus, wie man sieht. Ich bin immer noch auf der Suche nach der Speisemeuchel, aber jetzt habe ich eine wunderschöne Stelle mit ganz tollen Käppchenmeucheln entdeckt. Auch wirklich große, kräftige Exemplare. Man, die Käppchenmorchel ist schon ein etwas älteres Exemplar, aber wirklich eine sehr große stattliche Größe. Und hier stehen wirklich sehr, sehr viele. Dort hier eine wunderbare. Dort hinten geht es weiter. Da hinten, ich probiere mal zu zoomen, haben wir auch noch welche. Dann versteckt sich da noch eine. Geht's hier vorne weiter. Also wirklich eine wundervolle Stelle. Ich werde mir jetzt mal die schönsten hier raussuchen. Wirklich toll. Nehme ich euch mal mit. Aufpassen, dass ich hier keine Jungen zertrete. Eine. Die lassen wir mal stehen. Die natürlich auch. Vorne die. Autsch. Oh, aber auch wirklich wieder komplett im Gebüsch hier alles. Ja, die sind schon ein bisschen was älter. Also man sieht schon, dass hier langsam so ein Gelbton reinkommt. Ich denke, zum Trocknen sind die wohl noch in Ordnung. Die ist auch schon ein bisschen weich. Ich hatte irgendwo noch eine ganz junge gesehen, die gerade ihren Kopf rausreckt. Ja, ach, da hinten versteckt sich auch noch eine. Da guckt nur der kleine Kopf. Wirklich direkt zwischen den Dornen in den Brombeersträuchern. Hier ist noch eine ganz kleine. Na gut, ich sammle mir mal hier mal ein bisschen was zusammen und dann melde ich mich gleich wieder. Ich wollte heute eigentlich gar kein Video machen. Ich hatte mal wieder auf Speisemäulchen gehofft, aber irgendwie scheint es so, als wäre ich im Käppchenmorchelparadies gelandet. Ja, bis gleich. Ja, also mal weg von den Käppchenmorcheln habe ich jetzt hier ein anderes merkwürdiges Gebilde gefunden. Ich dachte erst von der Hutoberfläche, okay, das könnten die ersten Maipilze sein, beziehungsweise. Ja, irgendwie andere Bovisten oder sowas. Dann habe ich mal ein, ja, im Nachhinein Ei entnommen und aufgeschnitten. Und in dem Fall handelt es sich um Hexeneier. So gehäuft auf einer Stelle habe ich noch nie gesehen. Und ich bin auch der Meinung, bei der Stinkmorchel beim Hexenei, dort sind auch dunklere Stellen mit drinne. Ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, um was es sich hier handelt. Ob es von der Stinkmeuchel ist oder welche Pilze noch Hexeneier bilden. Auf jeden Fall ein wunderbarer Fund. Wer Ahnung hat, gerne mal drunter schreiben. Ich schlage zu Hause auch nochmal im Buch nach. Und wenn ich herausfinde, um was es sich handelt, dann werde ich das auch nochmal sagen. Echt verrückt. Also es geht jetzt wirklich richtig los mit Pilzen. Ein paar Stellen weiter. Da werde ich jetzt gleich mal einen kleinen Cut machen. Da habe ich dann auch schon wieder. Hoppala, ich bin der Meinung, auch Maipilze entdeckt. Gucken, was hier vorne noch ist. Hier kommt auch noch mal einmal was hoch. Ist das schon wieder so ein Hexenei? Scheint so, ja. Ist auch noch so ein Hexenei-artiges Gebilde. Hier auch noch. Ja, ich schaue mich noch mal weiter um und wenn ich bei den, ich hoffe diesmal Maipilzen angekommen bin, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, jetzt bin ich hier an der Stelle angekommen und es handelt sich tatsächlich um Maipilze. Sehr intensiver, wie will ich den Geruch beschreiben? Gorkig,
Ich habe immer einen aufgeschnitten. Ja, auf jeden Fall ein sehr aggressiver Geruch. Ich weiß gar nicht, mehlig, gurkig, scharf, pilzig. Also wer das einmal gerochen hat, der weiß, was ich meine. Engstehende Lamellen, Beige-Ton, kräftiger Stiel. Ja, und jetzt Ende April ist klar, dass die jetzt auch in den Startlöchern stehen. Die müssen aber noch mal ein bisschen wachsen. Ich habe mal einen rausgenommen, um mir noch mal genau anzugucken, um wirklich zu sagen, ob es der Maipilz ist. Aber es ist der definitiv. Ja, die lasse ich jetzt hier wachsen und in ein, zwei Wochen komme ich noch mal wieder und dann dürfte hier alles in Hülle und Fülle voll stehen. Das ist jetzt nicht die einzige Stelle, die ich entdeckt habe. Da gab es noch ein paar mehr Stellen, aber man sieht ja, überall drücken sie sich hier hoch. Genau. Also in ein, zwei Wochen sehen wir uns hier definitiv wieder. Und ja, ich schaue mich weiter um. Wenn es was Neues gibt, melde ich mich. Ja, auch hier habe ich nochmal eine Stelle entdeckt mit Käppchenmorcheln. Wie ich auch schon öfters bemerkt habe, hier ist eine Kastanie irgendwo in der Nähe. Und irgendwie fühlen sich Käppchenmorcheln meiner Erfahrung nach auch wohl in Ecken, wo Kastanien stehen. Also es müssen nicht immer Eschen, Pappeln oder Ulmen sein. Hier ist wieder, aber auch Haselnusslaub ist hier. Und ja, da habe ich dann die Käppchenmorcheln entdeckt. Also wirklich mit Käppchenmorcheln, allen drum und dran, da ist hier wirklich richtig was los. Ich bin hier wieder in so einem kleinen Waldstück an einem Fluss. Ja, ich schlag mich hier durchs Unterholz, so wie immer. Und ja, ich gucke mal, vielleicht ist die Speisemorchel dabei. Ich bin immer noch nicht an dem Platz, wo ich eigentlich hin wollte. Ich werde die ganze Zeit von irgendwelchen anderen Pilzen aufgehalten. Da sieht man auch mal, wie verschieden die Farben bei den Käppchenmorcheln sein können. Ja, wirklich. Gelb-Brauntöne bis zu Grau-Schwarztönen, also sehr, sehr, sehr viel Spiel in den Farben kann sein. Ich schaue mich hier jetzt noch mal um an der Stelle. Eventuell, hoppala, habe ich hier noch die ein oder andere übersehen. Mit Sicherheit, weil die tarnen sich wirklich perfekt. Und wahrscheinlich habe ich auch schon hunderte platt gelatscht. Naja gut, wenn ich an meiner Stelle anbekommen bin, dann sehen wir uns gleich wieder. Die beiden werden jetzt auch mal eingepackt. Beziehungsweise ich gucke mich hier noch mal ein bisschen um. Vielleicht finde ich ja jetzt mal mit euch zusammen eine. Das wäre natürlich auch mal was. Das kriegen wir jetzt hin. Wir finden jetzt zusammen eine Käppchenmorchel. Die Spannung steigt. Da. Zack, da guckt sie. Irgendwie wachsen die hier schief ein bisschen. Müssen sich irgendwie rausdrücken. Auch wieder vom Farbton her so ein Mittelton, würde ich sagen. Zwischen dem Braun und dem Grauton. Na gut, ich suche hier noch ein bisschen weiter und irgendwann bin ich dann auch an der Stelle angekommen, wo ich eigentlich hin wollte. Und an der Stelle stehen ein paar alte Eschen. Ja. Bis gleich. Jetzt bin ich endlich angekommen an der Stelle meiner Begierde. Hier haben wir einige große alte Eschen. Hier auch. Dort hinten auch. Und was soll ich sagen, es geht genauso weiter mit den Käppchenmorcheln. Ich muss schon wieder tierisch aufpassen, dass ich hier nichts zertrampel. Aber hier steht schon die nächste. Mit Sicherheit ist eine weitere nicht großartig weit entfernt. Ja, wirklich eine tolle kleine Tour heute. Ich hatte eigentlich nicht vor zu filmen, aber die Käppchenmorcheln
beziehungsweise die Menge an Käppchenmorcheln, die ich gefunden habe, macht es natürlich mehr oder minder notwendig. Ich teile gerne die Videos mit euch, um euch eventuell auch ein paar Eindrücke über Stellen zu vermitteln, wo man sowas finden kann. Wie gesagt, nicht weit weg, 30 Meter ist ein Fluss. Das hier ist das Überschwemmungsgebiet. Und ja, da sind sie zu finden. Genau. Und wenn man ins Körbchen guckt, dann ist das wirklich ein respektabler Fund. Die Kleine kommt jetzt noch mit dazu. Ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Eventuell wird es noch mehr. So, und mit dem Hexenei. Ich schlage zu Hause nochmal nach im Buch. Ich vermute, dass es Hexeneier von der Stinkmorchel sind. Wenn es nicht so sein sollte, dann melde ich mich dann nochmal wieder mit der Lektüre und dann schauen wir gemeinsam, was es dann wirklich ist. Ansonsten, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ich schätze mal, das nächste Video sind entweder hoffentlich bald mal die Speisemorchel. Fliege. Oder wir sehen uns dann bei den Maipilzen. Alles klar. Dann bis dann und euch auch viel Erfolg beim Sammeln. Macht's gut, euer Fungifighter.